Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 1.10.2019. Jawohl, der Oktober ist da. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Nur noch 5 Tage, bis die neue Season beginnt. So, jetzt ist es soweit. Wir gehen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, geil, die rote Jade, ein neues Outfit für 800 V-Bucks und die Blindgänger-Bombe auf der rechten Seite für 200 V-Bucks. Wir fangen mit dem Sonnenspross an für 200 V-Bucks. Das Teil hat sich der Herr sofort geholt. Ich gebe dem Sonnenspross 6 von 10. Der Herr sofort wird ihm 10 von 10 geben. So, und da haben wir ein Voting von 3,64 von 5 bei 25 Votes am 6. März 2019, das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem, 19 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 24 Tagen. Dann geht's weiter zum Bracer. Kriegt von mir 7 von 10 für 800 V-Bucks das Teil. Der Bracer hat hier ein Voting von 3,23 von 5 bei 35 Votes am 15. Mai 2019, das erste Mal drin gewesen, 6 Mal seitdem, 26 Reminders, 16. am 15. September das letzte Mal im Shop gewesen. Disco Fieber für 800 V-Bucks das Teil, kriegt natürlich von mir 10 von 10. Disco Fever hat hier ein Voting von 4,14 von 5 bei 50 Votes am 31. März 2018, das erste Mal drin gewesen, 20 Mal, seitdem 63 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 18 Tagen. Dann haben wir hier den Sterling. Ich persönlich finde den eigentlich ganz cool, auch wenn er nicht so gut bewertet wurde für 1500 V-Bucks. Der Teil kriegt von mir 7 von 10. Oh mein Gott, der hat richtig miserable Noten bekommen. 1,8 von 5 bei 65 Votes. Oh, holla, uiuiui. Richtig schlecht bewertet. Am 2. Mai 2019 sei es mal drin gewesen. Dreimal seitdem, drei Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 151 Tagen, nämlich genau am 3. Mai. Holy crap. So, die beschlagene Hacke, die Studded Ex für 800 V-Bucks. Ich finde die persönlich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Hat ein Voting von 3,99 von 5 bei 68 Votes am 13. Juli 2018, das erste Mal drin gewesen. 19 Mal seitdem, 194 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann kommen wir zu dem neuen Emote, die der Blindgänger-Bombe für 200 V-Bucks. Geil. Ja, hülle deine Gegner in Rauch, würde ich mal sagen, kriegt von mir 9 von 10. Hat momentan, glaube ich, noch gar kein Voting. Der Puff. Doch, oh, hat jetzt sogar inzwischen ein Voting und zwar hier 5 von 5 bei einem Vote. So, dann geht's weiter mit dem Kauknochen. Ich finde den ziemlich schlecht. Der kriegt von mir nur 3 von 10 für 500 V-Bucks. Der Chewtoy hat ja ein Voting von 2,85 von 5 bei 26 Votes am 26. Mai 2019, das letzte Mal drin gewesen, 6 Mal seitdem, 5 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Dann geht's weiter mit dem Wuff für 300 V-Bucks. Finde ich auch persönlich totaler Schrott. Sorry, aber gefällt mir überhaupt nicht. Kriegt von mir auch nur 5 von 10. Ruff hat hier ein Voting von 2,39 von 5 bei 18 Votes am 26. Mai 2019, das erste Mal drin gewesen, 6 Mal, 6 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Dann kommen wir zum Doggo. Also, sieht man öfter mal auf der Map hier. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Heißt hier Odin eingestellt. Da Mopser, Doggo, Odin. So, der Teil kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,15 von 5. Bei 82 Votes am 26. Mai 2019, das Mal drin gewesen, 6 Mal seitdem, 34 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen am 31. August. Dann geht's weiter hier mit der Enigma-Lackierung. Die finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Das Teil kriegt von mir
7 von 10. Die Farbgebung gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Enigma hat hier ein Voting von 4,57 von 5 bei 28 Votes am 10. Mai 2019. Das heißt, man drin gewesen. 6 Mal seit dem 38. Wie meine, das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen am 1. September. Und der Krypto. Ich finde den Krypto zumindest mal hier in das Backbling finde ich mega geil. Für 1200 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 8 von 10. Und der Krypto hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 35 Votes am 10. Mai 2019. Das ist mal drinnen gewesen. 6 Mal seit dem 9. Fitspiel meines. Jetzt mal im Shop vor 30 Tagen. Ja, dann kommen wir hier auch schon zu dem neuen Outfit. Das ist die rote Jade. Ja, asiatisch angehaucht hier. Das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott, solche Wurfmesser. Very hot. Very hot lady. Für 800 V-Bucks. Fasse den Mut zum Kampf. Würde ich mal sagen, der Teil kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Ja, und die Red Jade hat hier ein Voting von, ich aktualisiere nochmal, vielleicht, wow, hat hier ein Voting von 5 von 5 bei 3 Votes. Ja, 31 Reminders jetzt bereits. Jo, jetzt komme ich ja noch dazu, ich muss den Shop ja noch bewerten. Red Jade finde ich cool, Krypto finde ich eigentlich auch ganz nice. Hier auf der rechten Seite, diese Blindgängerbombe ist auch ganz cool. Disco Fieber. Ja, es sind ein paar Sachen dabei, die nicht so wirklich gut sind. Also, aber alles in allem geht es ja meistens um die neuen Items. Und die Blindgängerbombe ist cool in der rote Jade. Wobei, man muss es eigentlich in Relation zu. Ja, ist schwer zu sagen. Bam, 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 bam. Ja. Was mache ich? Love it, hate it, ist schon mal Quatsch. Hate it ist Quatsch. Also love it oder it's meh. Ich weiß, der sofort liebt den Sonnenspross auch. Komm, ich gebe dem Ding... So, der Teil kriegt von mir ein... I love it. So. Ja, wenn euch das Sonic-Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Achso, ich habe ja noch ein Gameplay zu der roten Jade oben verlinkt in der rechten Ecke und jetzt am Ende vom Video auch. Ja, lasst doch mal ein Like da und schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit dem man gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss!